Sie können mich hören? Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gerne gekommen. Ich habe das auch schnell gefunden, schneller als ich dachte. Ich hatte den Zug vorher genommen, weil ich dachte, na, ich kenne mich in Heidelberg nicht aus. Aber ich hatte mein Fahrrad dabei und da ging das irgendwie ganz gut. Genau. Ja, ich bin gebeten worden, hier einen Vortrag zu halten, freue mich sehr darüber. Der Titel, den Sie, glaube ich, sich ausgedacht haben, Herr Graup, oder? Ja, ich habe mit alles erreicht. Wen, wen sonst wäre nicht so passend zu dem Thema der Armutsfrage. Deshalb habe ich mir rausgenommen, Ihnen etwas zu ergänzen. Ja, sicher, klar. Und zwar um die Frage, wie organisiert sich eigentlich sowas wie Augenhöhe? Ja, das ist weil das ist im Grunde so ein bisschen das, worüber wir hier miteinander hoffentlich ins Gespräch kommen. Ich würde gerne eher ins Gespräch kommen und nicht hier, Achtung, Achtung, Augenhöhe. Wir hatten es eben schon von Stufen, die höher sind und ich darf stehen und Sie müssen sitzen. Also so viel Augenhöhe ist das hier gerade nicht. Aber wir versuchen es einerseits zu reflektieren, dass das schwierig ist mit der Augenhöhe, dass wir das sozusagen im Grunde nur unter Berücksichtigung von bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen eigentlich diskutieren können und demzufolge es auch ein bisschen Mythos ist, zu glauben, das ginge hier alles irgendwie auf Augenhöhe. Aber vielleicht zu reflektieren, was die Schwierigkeiten ausmacht, das würde mir gefallen, wenn wir da miteinander ein bisschen näher dran kämen. Ich habe hier lauter Ausgangspunkte genannt, die ich erstmal vor die Klammer stellen wollte, weil ich mich mit Ihrem Titel auseinandergesetzt habe. Der eine, denn die eine Römisch 1 Klammer, die habe ich gerade schon erwähnt, nämlich dass Augenhöhe was Kompliziertes ist. Und dass wir miteinander darüber nachdenken müssen, einerseits vielleicht bestimmte Barrieren abzubauen und andererseits aber auch bestimmte Verhältnisse zur Kenntnis zu nehmen. Und das eigentlich schon der erste Schritt dafür ist, über Augenhöhe irgendwie reflektiert nachzudenken. Das zweite, dritte und vierte bezieht sich auf alles erreicht. Ich habe das in der von Ihnen gewünschten Weise mal auseinandergezogen. Das eine heißt alles reich. Und das ist ja im Grunde ein Verweis darauf, dass wir in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die davon geprägt sind, soziale Ungleichheit nicht nur zu haben, sondern im Grunde auch gesellschaftlich zu reproduzieren. Und insofern ist es natürlich, Sie haben gerade von Utopien gesprochen, sowas vielleicht. Der zweite Verweis heißt alles erreicht. Der verweist in meinen Augen darauf, der verweist in meinen Augen darauf, dass Sozialpolitik immer auch sozialer Kampf und soziale Auseinandersetzung und soziale Aushandlung ist. Insofern wird uns das, werden Sie mit Ihrem Bündnis wahrscheinlich niemals enden, so wie ich wahrscheinlich irgendwie mit dem, wie ich so darüber rede, auch niemals enden werde. Das hat eine Dynamik, das hat Konjunkturen. Wir erleben gerade in allen möglichen Landtagswahlen Entwicklungen, die sozusagen eine völlig andere Richtung sind. Insofern müssen wir immer wieder neu dafür streiten, was denn eigentlich unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Die dritte Assoziation, die mit diesem alles erreicht auftaucht, ist tatsächlich dieses alle erreicht. Und das verweist in meinen Augen darauf, dass wir immer einerseits über Integration reden und alle erreichen wollen und dies aber sozusagen notwendigerweise immer auch mit Ausschließung verbunden ist. Das kann man sich sozusagen über Grenzziehungen in Bezug auf Fluchtbewegungen angucken, das kann man sich in Bezug auf Zugänge zu sozialen Einrichtungen angucken oder auch Nichtzugänge zu sozialen Einrichtungen. Also wir haben es immer mit einem Wechselverhältnis von Integration und Ausschließung zu tun eigentlich. Genau, und das, worüber ich sprechen kann, über was anderes kann ich überhaupt nicht sprechen, ist, dass Wissenschaft da genau in diesem Feld mittendrin ist. Also wir sind da nicht draußen, das ist nicht irgendwie eine Vorstellung von man bewegt sich irgendwie im luftleeren Raum in Wissenschaft, sondern das ist hoch vermachtet, das ist abhängig davon, wie Konjunkturen von Förderung stattfinden oder nicht stattfinden. Insofern ist es immer die Frage, welche Art von Wissen wird hier eigentlich generiert und das eine, das kennt man sozusagen im Umgang mit von Armut betroffenen Menschen häufig auch. Es gibt ein sehr breites Wissen,
was eher sowas wie Aushorchen oder Ausspionieren von Leuten heißt. Das dient eher sowas wie zur Ordnung, zur Sortierung, wer ist denn eigentlich zuständig, wer darf denn eigentlich was kriegen, wer darf es nicht kriegen. Und davon abgrenzend gibt es Versuche, sowas wie Gegenwissen zu organisieren. Vielleicht, es gibt, ich habe bei einem Soziologen viel studiert, Heinz Steinert heißt der, der hat von Befreiungswissen gesprochen und da geht es eher darum zu sagen, an welcher Stelle ist es wichtig, vor allen Dingen irgendwie auf gesellschaftliche Konfliktlinien hinzuweisen, die sichtbar zu machen, denen irgendwie einen Raum zu geben, beziehungsweise sie haben, vorhin haben sie in Bezug auf sozusagen diesen Kulturpass, diese Kulturpass-Diskussion davon gesprochen, dass es Gelegenheiten zu organisieren gilt, dass es Orte zu schaffen gilt und das aber sozusagen mitzudenken in Bezug auf Grundsicherungsleistungen, die damit in einem ganz schrägen Verhältnis stehen. Es sei denn, man bekommt sozusagen den Zugang kostenfrei oder sozusagen stark vergünstigt. Ich kann also nur von unseren Versuchen sprechen, wie wir, ich leite ein Institut für Stadt- und Regionalentwicklung, wir machen kleine Untersuchungen, wir schimpfen uns, möglichst betroffenenorientierte Forschung zu machen. Wie gut das gelingt, sei mal dahingestellt, wir probieren es immer mal wieder und versuchen auf diese Weise im Bereich von Wissenschaft sowas wie Augenhöhe zu organisieren. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen von dem erzählen, was wir machen und ich würde gerne ein bisschen aber auch davon erzählen, welche Grenzen das auch in Wissenschaft hat. Also wer darf eigentlich einen Antrag stellen, welche Arbeitsplätze darf ich mit welcher Finanzierung vergeben, wer bestimmt, was die Fragestellung ist und wann endet das Projekt und was heißt das sozusagen für die unterschiedlichen Leute, die daran beteiligt sind. Also allerlei Ernüchterungen über Augenhöhe, ehrlich gesagt auch. Und der letzte und eigentlich, der steht da so ganz wenig silbig, der soll eigentlich der größte sein, nämlich irgendwie mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, was heißt denn das? Also ich kann das über Wissenschaft und Augenhöhe sagen, ich fände es super, wenn wir hier ins Gespräch kommen würden über Alltag, Sozialpolitik, soziale Arbeit und das, was da sozusagen Augenhöhe sein könnte. So. Das ist so ein bisschen meine Agenda. Jetzt sage ich noch was zu mir. Sie haben es schon gesagt, Christian Kolb ist mein Name. Ich habe Soziologie und Sozialarbeit studiert, habe seit 10 Jahren diese Professur für kommunale Sozialpolitik und Armutsprävention, leite dieses Institut und habe Schwerpunkte in Lehre und Forschung und soziale Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen. Warum ich das sage, ist, das hat was mit dieser Stufe zu tun, auf der ich stehe. Das ist eine soziale Positionierung, aus der heraus ich etwas sagen kann und die, glaube ich, mitzudenken ist, wenn wir darüber reden, wer redet eigentlich aus welcher Perspektive und hat Stimmrecht oder darf hier vortragen oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, ist aus meiner Warte wichtiger Bestandteil, darüber reflektiert, über Augenhöhe oder nicht Augenhöhe. Ich bringe das mit, Sie bringen ganz viel anderes mit und ich würde gerne den dritten Punkt stark machen. Ich fände es am besten, wenn wir zusammen darüber nachdenken, was denn eigentlich aus dem, was wir hier eigentlich an ExpertInnenwissen haben, für die Möglichkeiten von Sichtbarmachen, von Konflikten, von Mitbestimmung und vielleicht auch im Teil sowas wie Autonomiegewinne organisierbar wäre. Das wäre eigentlich der Schluss. Das habe ich zweimal eine Agenda vorgestellt. Die eine hieß Ausgangspunkte, die andere hieß Agenda. Das kann man besonders schlecht lesen, deshalb trage ich es. Hier kann man es total gut lesen bei mir. Also ich kann nur über Wissenschaft und Arenen der Aushandlung. Anselm Strauß, das ist ein Soziologe, der diesen Begriff geprägt hat. Ich kann über Wissenschaft, glaube ich, was sagen, da steht Sozialpolitik, Alltag, soziale Arbeit und Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie gut Sie das erkennen können, hier von der Seite kann ich so gut wie nichts sehen. Aber gut, ich habe es ja jetzt aufgesagt. Also mir wäre daran gelegen, wenn wir über die verschiedenen Arenen etwas ins Gespräch kommen. Betroffenenorientierte Forschung. Die ist total en vogue, kann man sagen. Die hat Konjunktur, betroffenenorientierte Forschung.
wird häufig sozusagen als eine aktuell wichtige Form und ein wichtiges Format von Forschung vorgestellt, um etwas über Menschen besser verstehen zu können, um ihnen im Angesicht davon als bedürfnisangemessene Hilfe gedachter Endpunkt am Ende besser helfen zu können. Das ist sozusagen die eine Perspektive auf warum das Konjunktur hat. Eine andere ist aber, dass wir uns nicht im luftleeren Raum oder gesellschaftlich im luftleeren Raum befinden, sondern dass es zugleich, im Zuge dessen, was aktivierender Sozialstaat heißt, es eine Anrufung an alle gibt, jetzt seid aber auch gefälligst Subjekte und jetzt seid auch gefälligst autonom und nicht etwa sozusagen im Sinne von einer bestimmten Art von Selbstbestimmtheit, sondern in einer bestimmten Weise von oben angerufen zu werden, jetzt seid es gefälligst. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, Bestandteil von betroffenenorientierter Forschung, dass man versucht, Kenntnisse über Leute zu bekommen, was aus ihrer Warte eine sinnvolle Hilfe ist, beziehungsweise an welcher Stelle vielleicht Hilfe auch einfach falsch liegt und auf diese Weise nachjustiert werden muss. Ein zweiter Bestandteil von betroffenorientierter Forschung ist Partizipation. Noch viel schwieriger im Prozess, also die Idee, Menschen systematisch in den Prozessen von Forschung zu beteiligen, sie nicht nur auszufragen, sondern sie zu beteiligen, auch dabei, was ist denn eigentlich die Frage, die wir uns gemeinsam stellen, beziehungsweise an welcher Stelle ist hier Mitbestimmung geboten. Das Letzte habe ich schon gesagt, Wissen gibt es eigentlich viel, vor allen Dingen, wenn es um alle möglichen Fragen von Überprüfungen von Bedürftigkeit geht, werden Menschen systematisch ausgefragt, aber sie werden es eher sozusagen in diesem Sinne von Ordnungswissen und nicht im Sinne von Befreiungswissen. Ich überlege, ob ich das... Nein, doch. Drei theoretische Referenzen, die ich hier mitgebracht habe. Das eine ist eine amerikanische Philosophin, Miranda Fricker heißt die. Die hat vor allen Dingen über das Thema Zeugnisungerechtigkeit geschrieben. Das heißt, wer darf eigentlich seine Stimme erheben, wer darf Zeugnis ablegen, beziehungsweise wem wird das systematisch vorenthalten. Die zweite Perspektive ist von einer Kollegin Ellen Barreis, die einen Begriff geprägt hat, der heißt Wohlfahrt von unten. Da geht es sehr darum zu sagen, in welcher Weise es wichtig ist, Geschichten von Leuten, die in komplizierten Lebenssituationen sind, zu hören, sie sozusagen besprechbar und damit irgendwie auch politisch skandalisierbar zu machen. Eine dritte Perspektive ist von Andreas Scharschuch, das ist eher stärker auf soziale Arbeit bezogen, der hat einen Begriff geprägt, der heißt Privilegierung der Nachfrageseite, klingt sehr seltsam. Verweist darauf, dass man sagt, innerhalb von Interaktionen oder innerhalb von Beratungssituationen sind im Grunde die maßgeblichen Personen nicht diejenigen, die im Amt sitzen, sondern die maßgeblichen müssen für das Gelingen einer Interaktion eigentlich diejenigen sein, die um Rat nachsuchen bzw. NutzerInnen von sozialen Diensten sind. Das sind so ein bisschen die Perspektiven, mit denen wir versuchen, in unseren Projekten zu arbeiten. Das überspringe ich, weil ich da schon viel zu gesagt habe. Mir geht es darum, es geht nicht um Wissen per se als sinnhaft, sondern wir müssen uns angucken, von wo aus wird eigentlich Wissen generiert, wer darf darüber reden und inwiefern dient Wissen an manchen Stellen auch dazu, zum Beispiel sowas wie illegalisierte Praktiken, die Menschen sich aneignen, um überleben zu können, um sich organisieren zu können, inwiefern es sinnvoll ist, das sozusagen in Wissenschaft abzufragen oder ob man nicht besser an manchen Stellen auch sagt, das ist möglicherweise deren Angelegenheit und demzufolge ist es nicht auszuforschen. Jetzt komme ich zu unseren Versuchen, Augenhöhe zu organisieren. Also wir gehen davon aus, dass die Perspektive, die wir einschlagen, nämlich von Betroffenen ausguckend, mit ihnen zusammenguckend,
dass das eine Perspektive von vielen ist. Wir maßen uns nicht an zu sagen, das ist die einzige Perspektive, über die man reden kann, wenn man über Gerechtigkeit oder soziale Dienste oder redet. Vielmehr braucht es sowas wie eine Verschränkung von unterschiedlichen Wissensquellen. Aus unserer Warte eine wichtige Perspektive heißt, Menschen haben wahnsinnig viel Arbeit damit, von Ausschließung betroffen oder bedroht zu sein und sich diese Geschichten dazu erzählen zu lassen, ist erstmal ein Vertrauensbeweis und ein hohes Gut. Also zu sagen, wir kommen her und fragen euch aus, ist beileibe nicht einfach und stößt sozusagen auf große Skepsis, erst recht dann, wenn Leute Erfahrungen damit haben, ausgefragt worden zu sein und damit eine bestimmte Ordnungsperspektive verbunden ist. Wir versuchen, das sage ich jetzt mal so, wir versuchen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, in den Projekten als Expert in einer Lebenslage anzusehen und nicht etwa sozusagen als Betroffene, sondern sie sind vor allen Dingen aus unserer Warte, haben sie eine hohe Expertise darin, das, was ihnen an sozialen Zumutungen widerfährt, zu erzählen, ist sozusagen zu bearbeiten oder zu bewältigen. Wir machen so den Versuch, mit diesem Begriff von Arbeit auch viel zu arbeiten. Schon wieder arbeiten. Mit Arbeit zu arbeiten. Und zwar dahingehend, dass wir wegkommen wollen von so einer Vorstellung von Arbeit ist es erst dann, wenn es Lohnarbeit ist. Inzwischen hat man natürlich irgendwie eine Care-Debatte, aber auch dieses Arbeiten an komplizierten Situationen, Arbeiten mit Zumutungen von Ämtern und so weiter und so weiter, ist Arbeit und ist, das ist so ein bisschen eine für uns eine wichtige Erkenntnis, vielleicht banal, ist irre anstrengend. Arbeitsbündnisse verstehen heißt, wir müssen uns angucken, und deshalb habe ich das anfangs gesagt, wir müssen uns angucken, aus welcher sozialen Position sprechen Leute, in welcher Konstellation geht man in ein Gespräch hinein, was heißt es, Gespräche zu führen angesichts dreier Landtagswahlen, die wir erlebt haben, was bedeutet das sozusagen im Kontrast dazu, sozusagen Aufbruchstimmungen in ganz andere Richtungen zu haben, also was heißt es sozusagen, wenn wir einen rechtspopulistischen Drift haben, der was bedeutet für eine Situation von, wir reden ja eigentlich über Gerechtigkeit, das bedeutet was. Diese Art von Konstellationen oder Spielregeln der Situation dabei zu beachten, wenn wir sowas wie Analysen machen, ist uns ein wichtiges Anliegen, weil wir glauben nicht, dass wir schälen irgendeine eindeutige Wahrheit heraus, sondern wir haben eine bestimmte Perspektive und gucken und nähern uns mit dem, was wir herausfinden, sowas wie soziale Wirklichkeit an. Wie machen wir das? Wir nutzen, das hatte ich schon gesagt, wir nutzen nicht nur das, was wir selber machen, sondern wir nutzen natürlich Sozialstrukturdaten und führen Hintergrundgespräche mit ExpertInnen aus verschiedenen Feldern und sind dann aber vor allen Dingen damit beschäftigt, einerseits erzählgenerierende Interviews, also Geschichten von Menschen, die ihre Konflikte erzählen mögen, sozusagen zu hören. Wir machen mit verschiedenen Gruppen sowas wie Stadtteilbegehungen und deren Perspektiven auf, was es eigentlich, welche Bedeutung hat dieser Teil der Stadt für euch. Und wir machen sogenannte Planungskonferenzen. Das ist von der Idee her was wir in verschiedenen großen Projekten schon vorher gemacht haben, nämlich zu sagen, wir müssen, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken wollen, dass Systemstrukturen, Behördenstrukturen, Abläufe in Ämtern sich auf die Personen beziehen können, dann müssen wir das sozusagen auch systematisch in Konferenzen niederlegen. Das heißt, Planungskonferenzen haben wir geführt beispielsweise mit alleinerziehenden Frauen in einem Stadtteil in Frankfurt, in dem wir gesagt haben, was ist denn aus eurer Warte
zentral dafür, dass ihr hier sozusagen angemessen unterstützt werdet. Also wir gucken sozusagen auch in gruppendiskussionsähnlichen Formaten danach, was heißt es eigentlich für die Leute und nicht so sehr und nicht zuerst danach, was heißt es für die Zuständigkeit des Amtes. Jetzt, ich steige mal mit ein paar Projekten ein. Ich rede relativ schnell, glaube ich, oder? Rede ich zu schnell? Ist das okay? Ein Projekt haben wir in Dietzenbach, das ist die Kreisstadt des Landkreises Offenbach, eine Kleinstadt gemacht, in der aus der Beobachtung der Sozialplanung sehr viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien hinkommen und in einem bestimmten Teil von Dietzenbach sich niederlassen. Die Leute aus dem Sozialamt wollten besser verstehen, wie das zustande kommt und wollten sozusagen danach fragen, was heißt denn das eigentlich für Hilfe? Und wir haben diese Frage dahingehend gedeutet, dass wir gesagt haben, wie gelang oder wie gelingt eigentlich sowas wie das Ankommen? Wie gelingt oder gelang, eigentlich gelingt Gegenwart und wie wirkt sich das sozusagen auf ihre Zukunftsperspektiven aus? Wir haben dazu einerseits Spaziergänge durch die Stadt gemacht, haben dort Leute getroffen und sind darüber hinaus auf Einzelne zugegangen, um erzählgenerierende Interviews zu führen. Herausgefunden haben wir eine charakteristische auch Gegenüberstellung mit den Fachkräften war, dass die Leute, die zugewandert waren, gegenüber Ämtern zum Beispiel wahnsinnig leise, unauffällig und sozusagen sehr dankbar waren. Also im Resultat vor allen Dingen eins, nämlich unsichtbar. Es gibt eine Studie von, habe ich vergessen, Douglas Parker, Douglas Parker. Arrival City heißt die. Das ist eigentlich eine Studie, die davon handelt, in welche Infrastruktur riesige Städte, also New York, Neu-Delhi, zur Verfügung stellen und warum Leute genau da ankommen. Dietzenbach hat, ich glaube, 16.000 Einwohner. Ist also nicht mit Neu-Delhi und New York oder schwerlich zu vergleichen. Gleichwohl, interessanterweise, gibt es da eine Community, die jenseits des Hilfesystems eine große Unterstützung ist für diejenigen, die dort ankommen, sei es was die Unterstützung bei der Wohnungssuche oder auch sicherlich sozusagen sehr prekäre Arbeitsverhältnisse und so weiter. Aber es ist offenbar die informelle Hilfe, die anstelle des bestehenden Hilfesystems die größere Rolle dafür spielt, dorthin zu kommen. Ich lasse es mal dabei. Sie können gerne allerlei Dinge fragen. Ich würde einfach gerne einen Schritt weiter. Eine zweite Studie, die haben wir vorgestern vorgestellt, in einem Fachtag bei der Stadt zu Wahrnehmungsweisen und Nutzungsverhalten von Menschen in Wohnungsnot. Auch da haben wir Interviews geführt und haben die Leute gefragt, wie nehmen Menschen in Wohnungsnot ihre Situation und Hilfe wahr? Also sowohl ihre Situation jenseits von bestehender Hilfe als auch die Hilfe selbst. Es gibt sowas wie eine begründete Nichtnutzung. Also Leute, die sagen, dieses System ist so verriegelt, ich muss jeden Morgen um 6 aufstehen, obwohl ich und werde sozusagen aus der Einrichtung rausgeworfen, das Spiel spiele ich nicht mit. Dann bleibe ich lieber sozusagen auf der Straße bzw. organisiere mich selber. Eine zweite Erkenntnis war, dass es unglaublich viele Vorstellungen, wir haben gerade ganz kurz darüber gesprochen in der Pause, so Vorstellungen von, das ist das richtige Wohnen oder das ist das normale Wohnen und das muss sozusagen gewährleistet sein. Menschen wollen unterschiedliche Dinge und der Individualität von ihren eigenen Vorstellungen oder Entwürfen muss irgendwie Rechnung getragen werden. Stattdessen gibt es im Hilfesystem häufig sehr klare Vorstellungen von dem, was ist eigentlich die Norm und wie muss die bedient werden. Und zwar von allen Beteiligten.
Wir hatten das Thema Regelkunde. Regelkunde gemeint hier als eine Situation im Umgang mit dem Hilfesystem. Also die Frage danach, in welcher Weise sind Leute regelkundig und können sich entsprechend an den bestehenden Regeln im Hilfesystem anpassen, beziehungsweise können damit jonglieren und auf diese Weise andere Nutzungsmöglichkeiten haben als Leute, die sagen, ich weiß nicht genau, was die von mir wollen, ich kann sagen, was ich will, aber ich habe eigentlich keine Vorstellung davon, was das Hilfesystem jetzt sozusagen hier von mir erwartet. Und genau diese Regelkunde ist häufig sozusagen wie so ein Lackmustest davon, wer bekommt eigentlich wann, wie, in welchem Umfang Hilfe. Also es gibt es sozusagen sowas wie die Frage, wie regelkundig bin ich eigentlich und was heißt das für meine Chancen im Hilfesystem. Das Letzte brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Obdachlosigkeit ist ein Teil einer komplexen Prekarität. Das ist häufig sozusagen ein Bestandteil von dem, wie Menschen in allen möglichen komplizierten Lebenssituationen sind. Und Obdachlosigkeit ist manchmal nur ein Symptom. Ich springe, das ist auch, da geht es um Gebrechlichkeit und Obdachlosigkeit. Eine Studie, die ist noch mal ein bisschen anders, deshalb spreche ich sie an. Auch in Frankfurt, ich weiß nicht, es gibt in Heidelberg auch sogenannte Clearingstellen für Menschen, die aus dem Krankenversicherungsschutz rausgeflogen sind. Gibt es das in Heidelberg? Also es gibt ein Medinetz und so, also ich war ja sehr viele Jahre ohne Krankenversicherung und es war also nicht so, wie ich mir es wünschen würde, wie sicher in Frankfurt und vielen anderen Mainz ist. Na, verklären Sie es mal nicht so in Frankfurt, so ja. Wild ist es jetzt auch in Frankfurt nicht. Natürlich, ja. Von außen gesehen ist immer ein bisschen. Es gibt ambulante Fachberatung für Wohnungslosen und Menschen in Heidelberg und wir, das ist beim SKM Heidelberg angesiedelt, wir versuchen diese Clearing-Fragen zu stellen oder es den Krankenversicherungsschutz wieder hier zu stellen. Mhm. Genau, also es gab meines Wissens vom Land Hessen sozusagen einen Beschluss im Land, dass solche Clearingstellen dezidiert eingerichtet werden sollen, also nicht als Teil von einem bestimmten Beratungssetting, sondern spezialisiert eingerichtet werden sollen. Und eine dieser Clearingstellen sitzt in Frankfurt, das ist nach wie vor ein Modellprojekt, deshalb heißt das 2.0. Das ist jetzt sozusagen die zweite Modellphase, kann man sagen, die wir evaluieren dürfen. Und in der es natürlich, Sie werden es ahnen, insofern ist das integrierte Modell möglicherweise auch das auch das Hilfreichere vielleicht sogar. Also weil natürlich in den Clearingstellen festgestellt wird, dass es natürlich um ganz viel mehr als nur um die Frage der Klärung, komme ich in die Krankenversicherung rein oder nicht. Das sind ja häufig sozusagen teilweise technische Fragen oder sozialrechtliche Fragen, die geklärt werden müssen. Für manche Leute ist die Tür ja auch zu. Also bleibt sie auch zu. Und sich insofern Beratungsprozesse anzugucken, das steht hier jetzt alles, das können Sie nur nicht sehen, Beratungsprozesse anzuschauen, um sich zu vergegenwärtigen, welche Themen tauchen denn eigentlich noch alle auf. Also es geht natürlich nicht nur, und das wird Ihnen in der Beratungspraxis ganz häufig ja genauso gehen, Sie haben einen Auftrag für das Thema X und es kommen aber 28 andere Themen dazu, weil das Leben komplexer ist als nur die Frage von Krankenversicherungsschutz. Und das haben wir versucht sozusagen entlang von einer Datenbankdokumentation zu analysieren und dazu haben wir Gruppendiskussionen geführt und da geht es im Grunde tatsächlich genau darum. Also es geht darum zu sagen, welche Themen sind eigentlich über diese Krankenversicherungsfrage hinaus noch wichtig und was heißt das auch für die Notwendigkeit des Ausbaus von so einer Art von Dienst. Also wir sind, wie gesagt, in der Phase eines Modellprojekts. Was nehmen wir eigentlich mit an zusätzlichen Fragen, an notwendigen Kompetenzen, an notwendigen beraterischen Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden müssen,
um am Ende sozusagen eine angemessene Hilfe zu organisieren. Entschuldigung, ja. Auf diese Beratungskonstellation. Ich glaube, die Beobachtung oder die Erfahrung, die wir in den Studien gemacht haben, ist, also weil er davon sprach, dass sozusagen die einen es gut wissen und beraten und die anderen sozusagen als Opfer gelten. Die Erfahrung, die wir in den Studien machen, ist, dass Menschen mit ihren Lebenssituationen hochkompetent und hochhandlungsfähig umgehen, was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem Hilfe brauchen. Aber sie sind sozusagen im Umgang mit dem, was ihnen an Lebensschicksalen, an strukturellen Ausschließungen und Zumutungen begegnet, hochhandlungsfähig. Also das ist sozusagen im Grunde eine zentrale Erkenntnis aus allen Studien, die wir machen, dass Leute, es gab mal, Norbert Preußer hat Ende der 90er Jahre ein Buch geschrieben, das heißt Not macht erfinderisch. Ja. Und diese Art von Erfindungsreichtum bzw. diese Art von Stärke auch darin, sich sozusagen nicht unterkriegen zu lassen, ist was, was uns sozusagen in allen Studien eigentlich begegnet ist. Wir haben versucht, ich habe es an den Beispielen der kleinen Studien irgendwie versucht darzustellen, wir haben versucht zuzuhören, wir haben versucht, betroffenen Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen. Für sowas wie betroffenenorientierte oder gar partizipative Forschung fehlten allerdings ganz regelhaft die Strukturen. Das heißt, uns war es nicht möglich, gemeinsam mit Leuten, die in diesen Situationen sind, eine Antragstellung zu formulieren, weil dazu sozusagen bestimmte akademische Abschlüsse notwendig sind, um sich bei bestimmten Stiftungen Geld zu organisieren. Das ging weiter, dass die Arbeitsplätze auch daran gebunden waren, bestimmte Berufsabschlüsse zu haben, ohne die man sozusagen nicht als Experte oder Expertin gilt, obwohl wir das völlig anders gesehen haben. Aber das war total schwierig. Wir haben das teilweise dann Aufwandsentschädigungen versucht zu kompensieren, aber natürlich nur ausgesprochen notdürftig. Bis dahin, dass wir natürlich angesichts dessen, dass wir häufig selbst erstmal sozusagen die Frage aufgeworfen haben, bei Auswahl, Fragerichtung und Analyseform zunächst mal sozusagen ohne die Leute, um die es eigentlich ging, gearbeitet haben. Also der Anfang von vielen Projekten war überhaupt nicht betroffenenorientiert. Also die Fragen haben erstmal wir gestellt und dann konnte man sich überlegen, wie partizipativ geht es denn von da aus weiter. Ganz problematisch sehen wir auch so, haben wir verstanden, versuchen an bestimmten Stellen damit umzugehen, es ist kompliziert. Und das, was wir eben hatten, dass Armut und soziale Ausschließung anstrengend ist und viel Arbeit kostet, heißt auch, dass sozusagen, also wir hatten beispielsweise im August eine Ausstellung mit Menschen in Obdachlosigkeit in Frankfurt. Wir haben mit 9 Leuten ein sogenanntes Photo-Voice-Projekt gemacht, also wo Menschen ein Fotoapparat bekommen haben oder ein Handy und Bilder zur Bedeutung der Stadt und Bedeutung von Orten in der Stadt gemacht haben. Und das war aber sozusagen, ist dann häufig vom Prozess her so stark verriegelt. Wir hatten dann einen Raum für 10 Tage. Kurz vor diesen 10 Tagen ist zum Beispiel ein bestimmter öffentlicher Ort von der Polizei geräumt worden. Wir wussten gar nicht, wo alle Leute sind, mit denen wir gearbeitet hatten. Führte dazu, dass die sozusagen den Prozess nicht in dieser ganzen Regelhaftigkeit und Kontinuität mit begleiten konnten. Also am Ende waren von den 8 Fotografinnen 3, die mit uns diesen Ausstellungsprozess letzten Endes produzieren. Projekte fangen an und Projekte enden. Also so ist das in wissenschaftlichen Zusammenhängen häufig. Heißt, es gibt sowas wie Zeiten von Augenhöhe, in denen wir es versuchen, so partizipativ wie möglich und so weiter zu machen. Aber insbesondere dann, wenn es darum geht, dass Projekte enden und Leute sozusagen, wir
gehen wieder zurück an die Hochschule, die andere Leute gehen hierhin, wieder andere gehen in ihre Einrichtungen oder sozusagen da, wo sie gerade leben, hin. Das heißt, da gibt es häufig sozusagen eine Situation, in denen wir es, glaube ich, gar nicht so schlecht geschafft haben, sozusagen Partizipation zu organisieren. Und wenn sie dann aber abrupt abbricht, ist sozusagen diese Frage von, wie baue ich eigentlich eine Beziehung auf und was heißt das sozusagen für eine Kontinuität, besonders schwierig. Also da sind wissenschaftliche Projekte brutal, muss man sagen. Also die enden am 30.09. und dann ist es fertig. Und dann gehen alle sozusagen ihrer Wege. Das ist hochproblematisch. Trotzdem, so hieß die Ausstellung im Übrigen auch, trotzdem versuchen wir sozusagen an diesen Stellen weiterzuarbeiten, genau zuzuhören, auch um sowas wie Konflikte und Lebenskatastrophen sichtbar, besprechbar und skandalisierbar zu machen für Politik, für das Hilfesystem. Und Sie haben sich vielleicht noch erinnert an diese eine Folie, in der ich gesagt habe, dass die Leute da aus Südosteuropa als besonders leise galten. Und miteinander Gelegenheiten zu organisieren und Argumente dafür zu liefern, ich sag mal, qualifiziert laut zu sein und zu sagen, an den Stellen muss man sich sozusagen besonders ins Zeug werfen, um dafür zu streiten, das bleibt sozusagen als das, was wir trotzdem weitermachen wollen, mit all den Widersprüchlichkeiten und all den Komplikationen, die das in Wissenschaft bedeutet. Genau. So viel, glaube ich, von mir. Jetzt kommen wieder diese komischen Eier, die man kaum sehen kann. Mich würde interessieren, ich würde gerne die letzte, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, schon nach 4 oder so? Ja, genau, wir haben heute nochmal. Genau, und im Grunde nochmal so viel Zeit, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. In welchen Bereichen streiten Sie eigentlich für Augenhöhe oder streiten für Vorstellungen von Gerechtigkeit? Wie organisieren Sie sowas wie Augenhöhe? Oder wie klappt es auch nicht? So wie bei uns zum Beispiel, es häufig nicht klappt. Und welche Möglichkeiten haben und nutzen Sie dazu? Und mir wäre sehr daran gelegen, ich fände es spannend, wenn wir voneinander, also auch von den Schwierigkeiten, die wir damit haben, lernen könnten und auf diese Weise ins Gespräch kommen. Ich würde mich erstmal mit einer langen Reihe von ausgewählter Literatur, wer Lust hat, es nachzulesen, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Thank you.